Im kleinen Trafo Verlag Berlin erscheinen wunderbare Biografien von bekannten Musikern, Dichtern und auch etwas unbekannteren Persönlichkeiten. In diesem Buch geht es um den Hofapotheker Karl August Hoffmann, der gelebt hat von 1756 bis 1833. Geschrieben von Günther H. W. Preuße. Ein wunderbares Buch, in dem man die Weimarer Zeit nochmal aufleben lässt. Und der Hofapotheker beliefert also alle bekannten Persönlichkeiten, die man in Weimar und drumherum kennt. Und der Leser wird mitgenommen auf einen wunderbaren Spaziergang durch die schöne Stadt Weimar. Und in Weimar hat man ja das große Glück, dass man viele historische Stätten einfach auch wiederfindet und wiedererkennt. Und der Autor schafft es, trotz allem auch Bezüge zur heutigen Zeit festzustellen. Und es überrascht den Leser doch an manchen Stellen, mit welchem Witz, Humor schon früher versucht wurde, den Fiskus auszutricksen, zum Beispiel. Solche und viele andere Anekdoten hat der Autor in diesem Büchlein zusammengesammelt. Professor Karl August Hoffmann verstand sich als ein Mann, dem es gelang, Respekt und Anerkennung in Weimar zu erlangen. Oft geladen zu Hochzeiten oder Taufen und anderen Festlichkeiten, sogar bei Hofe. Lebensklug, verlässlich, wach, geistreich. Ein Mensch gleichermaßen zum Lachen und Weinen bereit. Akkurat, fleißig, energisch und mitfühlend. Gerechtigkeit bedeutete ihm Gebot und Bedürfnis. Doch der Bericht der Stadtverwaltung über seine, wie er fand, berechtigt energische Weigerung, die Visitationsgebühren zu bezahlen, die empörten ihn. Wenn nach allem Ungemach die Seele jetzt etwas aufploppen half, dann wohl der schöne Wein des Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Plopp machte der Korken und sogleich floss der Assamanzhäuser Rubinfarben und sacht in die Gläser. Allein dies bereits beruhigte die Seele. Zwei Männer stießen an. Man trank einsichtig darauf, dass nicht jeder Kampf gegen den Fiskus zu gewinnen sei. Aber ein nächster komme womöglich doch.